Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute übernimmt jemand anderes die Führung auf diesem Kanal. Und zwar einer von euch da draußen, der auch schon länger dabei ist, ein stolzes Mitglied dieser Community, der schon seit 30 Jahren trainiert und damit ganze 6 Jahre länger als ich. Und ich trainiere bereits schon länger mit meinen 24 Jahren Trainingserfahrung als die meisten, die da draußen auf YouTube unterwegs sind, überhaupt alt sind. Nun ja, heute geht es um einen Kommentar von Latissimus Dorsey. Keine Ahnung, ob er sich den Namen selbst gegeben hat oder seine Eltern ihn bereits schon mehr oder weniger den Sport in die Wiege gelegt haben damit. Aber nun ja, er hat einen Kommentar geschrieben, der unheimlich gut in nur wenigen Sätzen und Worten zusammenfasst, was zum einen die Lehre auf meinem Kanal hier immer wieder ist und zum anderen die Lehre für euch da draußen ist, die immer wieder nach dem Heiligen Gral suchen, die immer wieder Dutzende von YouTube-Videos von Dutzenden von YouTubern gucken, um zu schauen, wie kann ich denn jetzt endlich meinen Traumkörper erreichen. Die Lehren, die da drin sind und die wir gleich durchgehen, die sind verstreut in Hunderten von Videos, die man hier findet. Habe ich überhaupt schon 100? Und irgendwo wurde es auch mal so genannt. Es gibt schon ein paar Videos wie dieses hier, die so ein paar dieser Dinge aufgreifen. Aber ich möchte jetzt gerne Herrn Dorsey das Wort geben und euch mal vorlesen, um welchen Kommentar es sich handelt. Und zwar folgende. Es ist keine Raketenwissenschaft. 3 bis 4 Tage Training pro Woche. Jeden Muskel einmal pro Woche. Intensive, nicht zu lange Trainingseinheiten. Keine 2 großen Muskeln an einem Tag trainieren. Höchstens 2 Tage hintereinander trainieren, gut ernähren, ausreichend Schlaf und nicht im Studio leben. Damit kann man schon richtig gut aussehen. Denn das Leben ist zu kurz, um wie ein Schwanenhals auszusehen. Das ist die Lehre, die mich auch exakt dazu geführt hat, wie ich aussehe. Und jetzt soll mal einer da draußen kommen und sagen, das wäre so leicht zu erreichen. Ich weiß, was ich erreicht habe, ich weiß, in welchem Kontrast ich zu anderen stehe und ich weiß auch, wie andere ihren Körper erreicht haben. Und selbst ein Kevin Gebhardt, ja natürlich, ob mit Super Subs oder nicht, erreicht seinen Profi-Status damit. Denn, man mag es kaum glauben, auch die anderen Bühnenbodybuilder nehmen die Super Subs und machen die deswegen 2-mal am Tag was, um sich einen Vorsprung zu gönnen? Nein, auch die suchen nach dem Heiligen Gral, aber es kommt darauf hinaus. Und jetzt will ich euch natürlich nicht nur einfach den Kommentar vorlesen und das Video ist zu Ende. Jetzt gehen wir mal ein wenig näher darauf ein, wie viel Weisheit doch dahinter steckt. Er schreibt mehr oder weniger 6 oder 7 Regeln hier auf. Nehmen wir mal die erste, 3 bis 4 Tage Training pro Woche. Was heißt das? Damit meint er vor allem, das kommt ja auch noch danach, dass man einen 3er- oder 4er-Split nachgeht. Da bezieht er sich nicht darauf, dass man 3 bis 4-mal Ganzkörpertraining macht. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Denn danach kommt ja die Regel, jeden Muskel 1-mal pro Woche. Die kann man hier gut zusammenfassen. Die sind sehr nämlich voneinander abhängig. Aber daran erkennen wir, 3 bis 4 Trainingstage bezieht sich darauf, dass wir insgesamt 3 bis 4 haben, aber jeden Muskel nur 1-mal trainieren. Also streicht schon mal 2er-Split, streicht schon mal Ganzkörpertraining. Heißt nicht wieder, und wer das nicht gesehen hat, meine Live-Sendung, der kann sich die immer noch anschauen, heißt nicht, das bringt nichts, wird nie was bringen und wird für keinen dazu führen, dass er Muskelaufbau betreiben kann. Natürlich nicht. Aber wer möglichst effizient, möglichst weit, möglichst massig werden möchte, weit kommen möchte, der trainiert genau so. Der trainiert kein Ganzkörper und kein 2er-Split und so weiter. Es gibt 10% Ausnahmen, die damit vielleicht mehr Erfolg haben, aber das ist selten. Und hier geht es ja um die einfache Regel, den breiten Korridor zu bestimmen. Also wir haben 3 bis 4 Trainingstage und wir haben jeden Muskel 1-mal die Woche. Damit kommen wir automatisch auf einen 3er- oder 4er-Split. Intensive, nicht zu lange Trainingseinheiten. Was steckt dahinter? Kurz, knapp, effizient. Auch dazu hatte ich schon ein Video. Da geht es nämlich um HIIT-Training, das genau das verfolgt. Und eigentlich ist das hier der Inhalt, den Latissimus hier nennt. Es geht darum, dass wir nicht zu lange trainieren. Was heißt das? Die meisten von euch wollen konkrete Minutenzahlen. Heißt, sage ich mal, zwischen 45 maximalst 90 Minuten. 90 Minuten ist aber schon mit Aufwärmen und sowas bezogen. Aber das reine Training ist meistens 45 bis 60 Minuten. Die Leute, die 2-3 Stunden im Gym abhängen, keine Ahnung, was die da machen, die können noch niemals hart trainiert haben.
Länger im Studio heißt nämlich nicht härter. Ganz im Gegenteil. Die können nur deswegen länger da bleiben, weil es nicht so hart ist. Ihr habt schon viele Trainingsvideos hier gesehen. Habt ihr mal gesehen, wenn ich mit Mike trainiere, dass der teilweise nach der Hälfte aufhört? Und das nicht, weil er so schwach ist. Guckt ihn euch an. Also, bleibt nicht zu lange. Jetzt habt ihr eine Minutenzahl. Und trainiert intensiv. Denn wenn ihr schon 45 bis 60 Minuten trainiert, dann gibt es nur das. Kein Groß auf Instagram die ganze Zeit und Pausenzeiten zu hoch. Heißt auch nicht zu kurz. Und auch heißt das keine Reps in Reserve. Keine Reps left in the tank oder was auch immer, wie ihr es nennen mögt. Geht bis zum Äußersten, denn so schafft ihr jeden Satz zu nutzen. Trainiert bis zum Muskelversagen, jeden einzelnen Satz. Zieht durch, 9 Sätze straight für die Brust und nach 45 Minuten ist alles dazu gesagt und ihr könnt nach Hause gehen. Keine 2 großen Muskeln an einem Tag trainieren. Wahnsinnsweisheit. Wenn ihr einen Dreier- oder Vierer-Split macht, dann guckt, dass ihr nicht so etwas macht wie Rücken und Brust an einem Tag. Da kräuseln sich mir die Zehennägel, wenn ich sowas manchmal höre. Und genau das passiert, wenn wir einen Zweier-Split haben. Dann werden auf einmal Beine mit Brust trainiert oder so. Ein Unding! Also auch das nicht. Und jetzt kommen wir zu einer nächsten tollen Weisheit, die er mit eingebracht hat. Höchstens 2 Tage hintereinander trainieren. Was steckt dahinter? Wenn wir einen Vierersplit haben, ja, dann müssen wir, wenn wir es in einem Wochenschema quetschen wollen, 2 Tage mal hintereinander trainieren. Wenn wir es in einem Wochenschema quetschen wollen. Da möchte ich aber dazu inspirieren, haltet euch nicht immer an Wochen. Eure Muskeln haben keinen Wochenplan. Das heißt, wenn ihr sagt, Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause, egal ob Dreier- oder Vierersplit, kommt ihr aus dem Wochenplan raus. Bei einem Dreiersplit müsstet ihr mal 2 hintereinander Pause lassen, beim Vierersplit würdet ihr 2-mal hintereinander trainieren müssen. Müsst ihr gar nicht. Aber wenn ihr natürlich eingebunden seid und einen Alltag braucht und Uhrzeiten braucht und Daten braucht und jetzt nicht spontan trainieren gehen könnt, dann macht das gerne nach einem festen Schema. Ein Dreiersplit, Montag, Mittwoch, Freitag oder wie auch immer ihr ihn gestalten wollt und baut das fest ein. Aber auch hier, keine 2 Tage hintereinander. Wer jetzt also sagt, ach, wenn ich einen Dreiersplit habe, mache ich Montag, Dienstag, Mittwoch und den Rest der Woche frei. Nee, so funktioniert das nicht. Dann erholt ihr euch schlecht in der Anfangswoche und danach erholt ihr euch eigentlich zu viel, wenn es sowas überhaupt gibt. Also nach dem Beintag nochmal den Rücken trainieren und nach dem Rückentag den Bein. Denn, ihr habt die andere Regel gehört, intensiv trainieren. Wer intensiv trainiert hat, der wird am nächsten Tag nicht mehr. Und wenn es auch nur die Arme sind, so gut trainieren können. Auch dazu gibt es schon viele Videos hier auf dem Kanal, die das so ein bisschen besprechen. Vor allem die Live-Schaltung, wo ich die Gründe nochmal dafür nannte. Also super, dass das hier auch aufgenommen wurde. Höchstens 2 Tage hintereinander. Das beste Schema ist Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause und immer so weiter. Gut, und da noch Nachtrag. Besonders die absolut beanspruchendsten, ja, die absolut härtest zu trainierendsten Muskeln. Das ist der Rücken und das sind die Beine. Die machen euer zentrales Nervensystem so richtig fertig. Das sind sehr große, voluminöse Muskeln. Und da wäre es sogar gut, wenn ihr immer davor und danach einen Tag frei habt. Warum davor? Um Energie zu sammeln. Da könnt ihr richtig gut an die Gewichte. Danach, klar, regenerieren, bevor ihr wieder was macht. Bei den kleineren, wenn ihr sowas habt, bei einem Vierersplit wie Schultern, Trizeps, Schultern, Bizeps oder Armtag oder so etwas, könnt ihr das auch irgendwo anfügen. Ginge. Aber auch da wäre es sogar schon besser, wenn ihr einen Tag davor und danach frei habt. Aber gerade bei den Beinen würde ich nichts machen ohne davor und danach frei. Oder wenn ihr so etwas habt wie 2 Tage frei, Wochenende, sorgt dafür, dass das zum Beispiel vor dem Bein- oder Rückentag geschieht, dass ihr Montag dann mit einem der beiden Tage anfangt. Oder dass auch der letzte Tag vielleicht davor das war, damit ihr euch davon erholt. Also ihr seht, auch das ist strategisch einzuplanen. Und dann nennt er eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Gut ernähren, das muss man natürlich mit Inhalt füllen, das gebe ich zu. Was heißt gut ernähren? Aber auch das habe ich mal zusammengefasst. 5 Ernährungstipps da und wenn ihr die schon einhaltet, das hier ist gut ernähren, die möchte ich jetzt hier nicht wiederholen, dann habt ihr es. Ist meistens sowas wie Protein drin und so weiter. Und ein goldrichtiger Tipp hier, den ich schon mal genannt habe, den nenne ich mal inhaltlich, Kohlenhydrate direkt nach dem Training, nicht der Proteinshake danach. Ganz wichtig. Ausreichend Schlaf. Ihr wisst, ich bin kein Schlafverfechter, ich schlafe nur meine 4-5 Stunden, aber wer weiß, wie ich auch sonst aussehen würde. Dennoch, Schlaf ist Regeneration und das ist natürlich wichtig. Und nicht im Studio leben.
Damit bezieht er sich so ein bisschen auf Lifestyle. Das ist etwas, dem ich meinen Kanal hier so regelrecht gewidmet habe. Wir sind Lifestyle-Bodybuilder. Und als Lifestyle-Bodybuilder kann man so aussehen wie ich und wie so viele andere da draußen. Aber vor allem wollen wir es in einen Alltag reinquetschen und das Leben genießen. Denn genau deswegen machen das die meisten von euch. Sie leben nicht, um Bodybuilding zu machen, sondern sie machen das Bodybuilding, um sich ihr Leben damit ein wenig zu bereichern. So ist es gesund hier oben. Ansonsten solltet ihr das mal hinterfragen. Wahnsinns toller Zusammenfassung von Latissimus Dorsey, hier nochmal erklärt. Wem das Ganze gefallen hat, lasst für mich oder für Latissimus dann den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt. Ansonsten, ich habe auf viele Videos verwiesen. Ich weiß, das ist immer problematisch, dass man nicht mittendrin das Video unterbrechen möchte und da draufklicken. Macht sie euch auf und schaut sie euch dann hintereinander an. Aber so kommt ihr dann durch ganz viele Videos dazu. Da werden wieder Verweise drin sein und so weiter. Das mache ich ja immer nicht umsonst. Da werdet ihr viel draus erfahren und auch bei dieser Live-Schaltung. Nun ja, ansonsten den Kanal abonnieren und ihr bekommt noch viel mehr davon mit. Und schaut euch die ganzen anderen Videos mal an. Schaut mal bei Protein Arena vorbei, da spart ihr 15% auf eure Bestellung für Proteine und Co. Und wer den besten Booster haben will, das findet ihr auch hier bei mir. Also, macht's gut, bis bald, euer Gotti.